Paritei. Seid ihr müde? Nein. Because we were hearing long time, no, maybe 45 minutes we were listening. Weil wir haben ja schon lange zugehört. Ich glaube, es waren 45 Minuten, wo ihr zugehört habt. So today is the feast of James and Philip. Heute ist das Fest des heiligen Jakobus und Philippus. Two apostles. Zwei Apostel. And when Philip asked, Lord, show us the Father, Jesus said. Und als Philippus sagte, Herr, zeig uns den Vater, da antwortete ihm Jesus und sagte, when you see me, you see my Father. Wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. No? He's telling Father, Son, Holy Spirit are inseparable. Also er sagt, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind untrennbar. No? I am in the Father and the Father is in me. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. And the Spirit inside is the Lord is the Holy Spirit. Und im Herrn ist der Heilige Geist. So, if where Jesus is there, there Father and Son is there. Also da, wo Jesus ist, da ist der Vater und der Sohn. Because one God. Weil es ist der eine Gott. So we are speaking about the Holy Spirit, that means we are speaking about the Father and the Son. Also wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann heißt es, wir sprechen auch über den Vater und den Sohn. So we just continue what we were reflecting. Also machen wir jetzt bei dem weiter, was wir gerade betrachtet haben. Because we have only few more days. Weil wir haben ja nur ein paar Tage. So today I would like to bring your attention to how can we receive the Holy Spirit. Also heute möchten wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, wie können wir den Heiligen Geist empfangen? No, we all have received the Holy Spirit through baptism. Alle haben wir durch die Taufe den Heiligen Geist empfangen. But what I meant is how you can stir the Holy Spirit inside you. Aber worum es jetzt geht, ist, wie können wir den Heiligen Geist in uns rühren, damit er aktiv wird? Remember, if you put sugar in the coffee, will you get the sweetness? Also erinnert euch daran, wenn wir nur den Zucker in den Kaffee reintun, haben wir dann schon die ganze Süße im Geschmack? Ein bisschen. Ne? Nur ein bisschen. But if you stir it, aber wenn wir umrühren, wunderbar. Dann haben wir einen wunderbaren Kaffee. Ja? So how can you stir the Holy Spirit? Also wie können wir jetzt den Heiligen Geist in uns umrühren? How can you experience the power of the Holy Spirit? Wie können wir diese Kraft des Heiligen Geistes erfahren? Let's take the scriptures. Nehmen wir dazu die Heilige Schrift. Let us see what Jesus says. Schauen wir mal, was Jesus sagt. Jesus says in John chapter 7 verse 37. Jesus sagt in Johannes 7, 37, he tells, da sagt er, 7:37 says, in Johannes 7, 37 heißt es, let anyone who is thirsty come to me. Kommt alle zu mir, die ihr durstig seid. So two things there. Zwei Dinge sind da. Not anybody come, no. Also nicht jeder soll einfach kommen, nein. Let anybody who is thirsty. Jeder, der Durst hat, der komme zu mir. So the first condition is, I should thirst for the Holy Spirit. Also die erste Bedingung ist, ich sollte Durst haben nach dem Heiligen Geist. Not only just thirsty, what I should do. Also nicht einfach nur durstig sein, sondern I should go to him. Ich soll zu ihm gehen. With the thirst I come to the Lord. Mit diesem Durst, den ich habe, gehe ich zum Herrn. I told at the beginning of the Mass. Ich habe euch am Beginn der Heiligen Messe gesagt. The more we thirst. Je mehr wir dürsten. The more we long. Je mehr wir verlangen. More will be the blessing. Und je mehr können wir gesegnet werden und empfangen. So the first condition is. Also das erste Bedingung ist, I should thirst for the Holy Spirit. Ich sollte wirklich durstig sein nach dem Heiligen Geist. And go to him. Und mit diesem Durst zu Jesus gehen. So the first is thirst. Also das erste ist der Durst. Second. Das zweite. Jesus tells in Luke chapter 11. Das sagt Jesus in Lukas im 11. Kapitel. Verse 13. Im Vers 13. Because all these are what Jesus says. Also alles das ist, was Jesus gesagt hat. So if he says it is true. Und wenn Jesus das sagt, dann stimmt es. Yes or no? Stimmt das? Ja. Yes.
So Jesus says. Also Jesus sagt in Lukas 11, 13. If you, wenn ihr, evil as you are, know how to give your children what is good. Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist. How much more will the Holy Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? How much more the Heavenly Father give the Holy Spirit to whom? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, welchen? Those who ask him. Die, die ihn darum bitten. So the second thing is ask for the Holy Spirit. Also das zweite ist bitten um den Heiligen Geist. Lord, I need the Holy Spirit. Herr, ich brauche den Heiligen Geist. Lord, I ask, Lord, I need the Holy Spirit. Herr, ich bitte, ich brauche den Heiligen Geist. Lord, send your promise upon us. Herr, erfülle deine Verheißungen an uns. So I thirst, I ask, I go to him. Also ich habe Durst, ich bitte und ich gehe zu ihm. So I thirst. Ich durste. I ask. Ich bitte. I go to him. Ich gehe damit zu ihm. Okay, now again, John chapter 7, we'll continue. Also machen wir weiter, Johannes 7. 38, first we read 37. Wir haben Johannes 7, 37 gelesen. Jetzt 37 was, let anyone who is thirsty come to me. Also 37 war, wer Durst hat, der komme zu mir. Then he tells. Und dann sagt er. Let anyone who believes. Wer an mich glaubt. Let anyone who believes in me come and drink. Wer an mich glaubt, der soll zu mir kommen und trinken. So next condition is I should believe in the Lord. Also das nächste ist, ich soll dem Herrn glauben. No, I should believe. Ich sollte glauben. Lord, I believe. Herr, ich glaube. No, I thirst for you, Lord. Ich habe Durst, Herr. I ask you, Lord. Ich bitte dich, Herr. I believe in you, Lord. Ich glaube dir, Herr. So I come to you. Und so komme ich zu dir. Okay. I thirst. Ich durste. I ask. Ich bitte. I believe. Ich glaube. I come. Und so komme ich. Number one. Erstens. I thirst. Durst. Ask. Leave. Okay. Now, so the next is, so here Jesus says, he was speaking of the Spirit which those who believed in him were to receive. Damit sagt Jesus, die Schrift sagt, damit meint er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glaubten. So Jesus was telling those who are thirsty, come to me. Those who believe in me, come to me. For what? Also Jesus sagt, die Durst haben sollen zu mir kommen, die glauben sollen zu mir kommen. Wofür? What they are going to drink. Was sollen sie trinken? He tells in verse 39. Das sagt er dann im Vers 39. He was speaking of the Spirit which those who believed in him were to receive. Er meinte, damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Those who believe in him will receive. Alle, die an ihn glauben, werden empfangen. If you believe, wenn du glaubst, you will receive. Wirst du empfangen. If I believe, wenn ich glaube, I will receive. Werde ich empfangen. No, he will work in me. Und dann wird er in mir wirken. And the last one. Und das letzte. Jesus says in Acts of the Apostles chapter 1 verse 4. Da sagt Jesus in der Apostelgeschichte erstes Kapitel Vers 4. He tells. Da sagt er. When at table with them, he told them not to leave Jerusalem, but to wait there for what the Father has promised. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Stay in Jerusalem. Bleibt in Jerusalem. And wait. Und wartet. So what should I do? Also was soll ich machen? I stay in Jerusalem and wait. Ich bleibe in Jerusalem und warte. What is Jerusalem? Was ist Jerusalem? Where I experience the Lord.
Jerusalem ist dort, wo ich den Herrn erfahre. Where the Lord was. Da, wo der Herr war. Where he died. Da, wo er gestorben ist. So in a way, Jerusalem is here. Also in vergleichbarer Weise ist where the Lord is going to suffer, die and going to resurrect. Da, wo der Herr leiden, sterben und auferstehen wird. Means where you experience the presence of the Lord. Das heißt, da, wo du die Gegenwart des Herrn erfährst. Wherever it is. Wo immer das auch sein mag. That means be in the presence of the Lord. Das heißt, sei in der Gegenwart des Herrn. And wait. Und warte. Okay, so finish. Zu Ende. Okay, so we are going to conclude. Also machen wir Schluss. But I have a question. Aber ich habe noch eine Frage. No? Are you ready? Seid ihr dafür bereit? So what I am going to ask is, I will ask you, what is the first one, what is the second one, what is the third one? Okay? Normalerweise frage ich euch, was ist das erste, was ist das zweite, was ist das dritte? Let's have a revision. Also lasst uns wirklich diese Wiederholung so haben. So first thing. Also das erste war. I should thirst. Ich soll Durst haben. Okay? Mm-hmm. Second one? I should ask. Ich soll bitten. Third one? Das dritte? I should believe. Ich sollte glauben. Super. Fourth one? Das vierte? Huh? I should wait. Ich sollte warten. Okay? Okay, I should stay in Jerusalem and I should wait. Ich sollte in Jerusalem bleiben und warten. Okay. I should come to him, go to him. Und ich sollte mit all dem zu ihm kommen. Okay. Are you ready? Seid ihr bereit? So, you should say like this. Lord, I thirst. Lord, I ask you. Lord, I believe in you. Also, wir sollten so zum Herrn sagen. Herr, ich dürste, Herr, ich bitte dich, Herr, ich glaube an dich. So, this is what we are going to do in adoration, okay? Und das ist das, was in der eucharistischen Anbetung geschieht. Lord, I thirst for you. Herr, ich habe Durst nach dir. Lord, I ask for your Holy Spirit. Herr, ich bitte dich um den Heiligen Geist. Lord, I believe in you. Herr, ich glaube an dich. Lord, I wait for your Holy Spirit. Herr, ich warte auf den Heiligen Geist. Lord, I come to you. Herr, ich komme zu dir. Lord, I thirst for you. Herr, ich dürste nach dir. Lord, I ask for your Holy Spirit. Herr, ich bitte um den Heiligen Geist. Lord, I believe in you. Herr, ich glaube an dich. Lord, I wait for you. Herr, ich warte auf dich. Lord, I come to you. Herr, ich komme zu dir. Why we are doing all this? Warum tun wir das alles? Because the Lord has told. Weil das der Herr uns gesagt hat. Why do we wait? Warum warten wir? Because the Lord told to wait. Weil der Herr uns gesagt hat zu warten. All this we do because the Lord has told. Alles das tun wir, weil der Herr uns es so gesagt hat. So when we do what the Lord has told. Also wenn wir das tun, was er uns gesagt hat, it becomes his mission. Dann wird es sein Auftrag. This is what we are going to ask the Lord. Darum bitten wir den Herrn. When the Lord comes into your heart. Dass wenn der Herr in unser Herz kommt, ask the Lord for the Holy Spirit. Dann bitten wir ihn um den Heiligen Geist. And during the adoration. Und auch während der eucharistischen Anbetung. We will pray again and again. Werden wir das wieder und wieder beten. This prayer. Dieses Gebet. And believe that the Lord will send His Holy Spirit. Und dann glauben wir, dass Gott seinen Heiligen Geist sendet. All those who thirst, all those ask, all those believe, all those wait. Allen denen, die Durst haben, die bitten, die glauben und die warten. And may the Lord
extend his hands. Und der Herr möge seine Hand aufstrecken. May the Lord extend the hands to heal. Möge der Herr seine Hand ausstrecken, um zu heilen. May the Lord extend his hands to do the impossible. Möge der Herr seine Hand ausstrecken, um das Unmögliche zu tun. May the Lord make all of us a blessing. Mag der Herr aus jedem von uns einen Segen machen. Ehre sei der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.